Mahlzeit, Freunde. Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal wieder ein bisschen blechmäßiger zur Sache. Und zwar bauen wir heute eine Biegevorrichtung für Flachstahl oder für dünnes Vollmaterial. Irgendwie sowas. Und nicht so mega kompliziert wie in anderen Videos, sondern einfach machen, fertig. Das braucht man nicht anpinseln, das muss funktionieren. Ich habe ein paar Sachen vorbereitet und das machen wir jetzt. Auf geht's! So Leute, was brauchen wir? Ich habe hier ein bisschen Flachstahl zurechtgeschnippelt. Dann brauchen wir einen Winkel, irgendwas hinten aus der Schrottecke, ein Stück Vierkant. Dann habe ich ein 12er Rohr, was von innen hohl ist. 12er Schraube, eine 8er. Das schneiden wir uns alles zurück. Und das eine habe ich hier vergessen. Das wird nachher das Teil, um diese ganze Platte in Schraubstock einzuspannen. So, jetzt fangen wir an, körnen das alles an. Ich erkläre euch mal, was ich vorhabe und dann legen wir los. So, die Platte legen wir erstmal zur Seite. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen von da oben. Ich versuche das ein bisschen ranzuholen gleich. Das heißt, wir setzen uns jetzt erstmal hier eine 12er Bohrung. Da habe ich 25 eingestellt. Das zeichnen wir uns mal an. Wie gesagt, nehmt da keine neue Schieblehre, eher was Altes. Jetzt rappelt einmal die Kamera. Ich habe meinen guten Hammer. So, dann körnen wir uns das hier schon mal. So, hier kommt die 12er Bohrung rein. Jetzt wollen wir einen Anschlag machen, den wir nachher so bewegen können mit einem Langloch. Das heißt, dass wir hier komplett anstellen können, wenn wir nachher das Loch hier reinbohren. Deswegen bohre ich jetzt erstmal das 12er Loch, dann könnt ihr euch das besser vorstellen. So, jetzt habe ich hier das 12er Loch gebohrt. Dann kann ich später hier das hier reinsetzen. So. Und jetzt müssen wir den Winkel positionieren. Das heißt, wir wollen den nachher so öffnen können, so, um eben verschiedene dicke Materialien einzuspannen und dadurch immer den Biegeradius zu haben. Jetzt mache ich hier einmal, also quasi hier einmal ein Langloch, hier einmal ein normales Loch und hier schneiden wir dann hier und hier Gewinde und dann können wir nachher die Platte lösen und festschrauben von hier oben. Jetzt habe ich einmal angekörnt, hier und hier, und da bohren wir jetzt jedes Mal jeweils ein 8er Loch rein. Jetzt können wir es auch einspannen hier, weil es immer mit Vorsicht zu genießen, wenn man das, es lässt sich auch nicht so tolle einspannen, aber es geht. So. Ein sehr komischer Bohrer, stumpf wie Hulle. Dann bohre ich erstmal mit dem 6,5er. Der hatte gerade eigentlich ganz gutes Ergebnis gemacht. Und hier auch noch mal. Jesus, ich bin ja bekannt für meine schlechten Bohrer, aber was ist das denn für ein Trümmerteil? Das ist doch kein Bohrer, Leute, was ist das? Seht ihr das? Das Ding ist komplett aufgelöst. Jetzt weiß ich gar nicht, wo diese Bohrer herkommen, hier liegt noch so ein Teil. Das muss ich erstmal gucken, was da los ist, guckt euch das mal an.
So, Gewinde ist geschnitten, Langloch ist auch reingemacht. Das heißt, ich kann das Ding jetzt hier hin und her bewegen, kann das Langloch auch noch ein bisschen erweitern oder ihr könnt das erweitern, wie ihr immer lustig seid. So, jetzt habe ich hier das Rohr, das kommt jetzt hier rein. So, und das verschweiße ich jetzt von hinten. Kann sogar noch ein Stück rein. So. Und das verschweiße ich jetzt von hinten und überlege mir dann ungefähr eine Länge, wo ich es abschneide. Und dann erkläre ich euch den weiteren Verlauf oder Vorgang, wie das Ganze zu funktionieren hat nachher. So, weiter geht's. Jetzt habe ich das Ding von hinten verschweißt und habe mir jetzt hier die erste Schraube, die ich hatte, auf passende Länge gemacht und bohre mir jetzt in dieses Vierkant einmal ein Achterloch und dann einmal ein Zwölferloch, wo nachher der Prügel reinkommt hier, den ich auch noch kürze. So, und dann habe ich quasi eigentlich schon alles fertig, damit meine Biegemaschine oder mein Biegedingsbums, wie auch immer man das nennen soll, eigentlich schon funktioniert. Ich bohre jetzt mal hier die passenden Löcher und dann sehen wir uns an diesem Punkt gleich wieder. So, was haben wir jetzt gemacht? Hier habe ich jetzt einmal das kleine und das große Loch und ihr solltet achten, dass ihr quasi hier dran vorbeikommt nachher. Das mache ich hier noch ein bisschen schön rund, weil dann habt ihr kein Problem, dass euch das Material beim Biegen nachher krumm geht. Im Endeffekt ist es so, dass der jetzt hier reinkommt, wenn er denn will. Der sitzt jetzt hier auf. So. Und jetzt kommt das Ding hier rein, natürlich in gekürzter Form. Und schon kann ich hier was reinstecken, das zeige ich euch gleich, kann ich hier Material reinstecken und dann so rumbiegen. Ich kürze das jetzt alles ein und verschweiße das und mache auch schon hier unten den Halter für den Schraubstock dran. Und dann zeige ich euch gleich das Endergebnis und wie das Ganze funktioniert. So Leute, jetzt habe ich das fertig. Das Unterteil verschweißt, habt ihr gerade gesehen. Und hier oben auch alles fertig. Hier noch die Ecke abgeschnitten. Und ja, wer jetzt Bock hat und Langeweile, der kann das Ding noch bunt anmalen. Aber das brauchen wir nicht. Wie das in allen anderen Videos noch gemacht wird, mit Sandstrahlen und was weiß ich. Das Ding muss funktionieren. So, ich habe das mal eingestellt. Auf hier so einen Flachunkel. Da rein. Ja, das ist ja was Feines. Woll. Ja. Und schon hast du um die Ecke gebogen. Das ist ja richtig schön. Ja, Alter. Wir machen nur schöne Sachen hier. Ja, das hast du jetzt mal eben in einer Viertelstunde hast du das fertig gemacht. In einer Viertelstunde nicht, aber relativ easy. Ja, weil das Material doch auch gemacht, oder? Genau, so. Gut. So sieht das aus. Warum da sind diese keine Hammerschläge, nichts drauf. Das ist wunderbar. Nein, das ist das Geile. Ne? Ja. Das ist natürlich jetzt doof, das habe ich jetzt richtig schlau gebogen. Was? Das geht wahrscheinlich nicht mehr, oder? Geht das auch noch? Ist so dunkel. Nein, nein, das siehst du schon. So. Mal gucken. Ah, seht ihr, das verbiegt sich ein bisschen. Seht ihr? Das heißt, dem Bolzen mache ich auf jeden Fall nochmal eine Nummer dicker.
weil man sieht, das ist so ein bisschen... Ja, gut, okay, wir dürfen natürlich auch jetzt nicht vergessen, was wir hier für Material genommen haben. Das ist... Das ist, glaube ich, 5 mm, 4... 5er. 5er sogar. Also 5er Flachstahl. Das ist nicht einfach zu biegen, oder? Da darf das Ding sich verbiegen. Also man könnte theoretisch auch noch, das ist jetzt hier noch Spiel... Ich denke mal, wenn man eine 10er Schraube nimmt, die noch runterschleift, dann kriegt man hier auch noch ein bisschen mehr Stabilität rein. Aber das ist gerade geblieben hier. Und das geht. So, Leute. Das war's mit dem Video. Wenn euch das gefallen hat, wie immer, ein Like da lassen und den Kanal auf jeden Fall nicht abonnieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.